Hallihallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Ja, ich würde sagen, war denn das jetzt gleich hier unser... unser Pferdchen rufen? Ah, hier was. So, da ist es schon, das Pebble. Und dann gehen wir mal zu dem Gehöf und fragen mal nach, ob der Rotschopf, ob der Herr, lieber Herr Rotschopf, wieder zurückkehren darf oder ob sie sehr böse auf ihn sind. Und dann müssen wir natürlich noch unserem Hauptmann Bericht erstatten, was wir über Rotschopf rausgefunden haben, dass er gar nicht so böse ist, wie alle denken. Schön, wenn das Pferd vielleicht auch mal da lang reiten würde, wenn man... Ja, geht doch. Mann, du. Manchmal ist es ein bisschen verhagelt, die Steuerung, aber... Ein Pferd ist natürlich eine Riesenbereicherung, das muss man ganz klar sagen. So, dann geben wir hier mal ein bisschen Gas. Und reiten mal quer durch den Wald. So, da waren wir schon. Mal schauen, wie sie darauf reagieren. Bin ich auch mal sehr gespannt. Wir brauchen auf jeden Fall noch irgendwie Verbände oder sowas, weil wir sind ziemlich angeschlagen. Die Hälfte Lebensenergie haben wir noch. Aber es ist halt echt nicht viel. Also bluten tun wir anscheinend nicht. Obwohl, wir können mal schnell gucken, ob wir uns Verbände anlegen können. Aber... Nee. Bringt uns nichts. Wein. Können wir kurz was trinken. Trockenobst können wir essen. Katerbier. Groschen. Ja, komm, das reicht jetzt erstmal. Hoffe ich, dass wir uns ein bisschen erholen. Aber viel ist es leider nicht. Was ist das da unten für ein Zeichen, dass wir schon betrunken sind, oder wie? Neue Stufe erreicht, reiten. Sehr schön. So, sind wir jetzt schon da? Ich weiß es nicht. Wir steigen einfach mal ab und schauen mal da rein. Vielleicht... Ja, das scheint schon die richtige... Jetzt sagen wir, reden wir mit Zora. Ich habe Rotschopf gefunden. Er bat mich zu fragen, ob du ihn wieder aufnimmst. Und warum sollte ich? Er könnte schuld am Tod meines Mannes sein. Was? Weshalb sollte er sonst geflohen sein? Die Männer sagten, er war nicht im Bett. Er hatte sicher kein reines Gewissen, weil er den Halunken ein Zeichen gab. Nein. Er floh, weil ihn einer der Angreifer erkannte und er fürchtete, dass der zurückkommen und ihn töten würde. Alles nur Ausreden. Das würde der Angreifer nicht wagen. Aber sie kehrten am selben Tag zurück. Wäre er nicht geflohen, hätten sie ihn und alle anderen getötet. Wieso hätten sie das tun sollen? Wieso nicht? Sie hatten bereits einige ermordet. Wieso nicht ein paar mehr? Und ich soll ihn jetzt wieder aufnehmen? Was, wenn sie wegen ihm zurückkommen und dabei eine meiner Töchter töten? Die zwei Halunken, die ihn verfolgten, sind tot. Und die anderen haben keinen Grund zurückzukehren. Und was, wenn doch? Ich nehme ihn nicht zurück. Ich verstehe deine Bedenken. Bitte doch Herrn Hanusch darum, hier eine Wache zu postieren. Ein paar Stallburschen mögen die Banditen angreifen. Einen bewaffneten Mann kaum. Mir wäre sehr viel wohler, wenn jemand ein paar Tage Wache halten würde. Dafür kann gesorgt werden. Herr Bernhard hat sicher nichts dagegen. Nun gut. Rotschopf darf zurückkommen. Cool, dankeschön.
Ja, so leicht geht man ja auch nicht auf. Okay, da ist er doch schon. Man muss mit dem Sei Bericht gegrüßt. Ausstatten. Was ich weiß brauchst es du? Nicht. Ja. Mein Herr, ich konnte eine Spur finden, die zu den Banditen führt. Ausgezeichnet. Bernhard berichtete mir bereits davon, aber ich möchte es aus deinem Munde hören. Alles oder nur das Wesentliche, Herr? Du entscheidest, was du für wichtig hältst. Ja, die ganze Geschichte. Rotschopf, einer der Stallburschen aus Neuhof, floh von dort und versteckte sich bei ein paar Köhlern. Ich muss sagen, von denen gibt es dort viele. Ich hätte nie gedacht, wie viele Öfen und Eisenschmieden sie beliefern müssen. Wohl wahr, aber bleib bei der Sache. Ja, Herr. Ihn zu finden war nicht leicht. Er hielt sich versteckt und das aus gutem Grund. Die Banditen wollten ihn töten, weil er einen von ihnen erkannt hatte. Erzählte er dir, was geschehen war? Er sagte, es war nicht eine Bande, sondern zwei. Die einen bekamen Angst, als das Gemetzel begann. Sie wollten wohl nur Beute machen und stritten mit den anderen Banditen. Sie gerieten im Wald aneinander und dabei wurde einer getötet. Der Rest verstreute sich. Konntest du herausfinden, wohin? Einer von ihnen ist aus Uschitze. Ich weiß genug über ihn, um ihn aufzuspüren. Gut, aber die Halsabschneider kennen ihn sicher auch. Wenn sie sich rächen oder ihn zum Schweigen bringen wollen, musst du ihn zuerst erreichen. Lass alles stehen und liegen und folge seiner Spur. Finde heraus, was er weiß und erstatte mir Bericht. Ich reite zu unserem Lager nach Merhoyet und kümmere mich um die Sicherheit der Region. Ja, Herr. Okay. Na gut, dann haben wir halt Bernhard nicht berichtet. Hey, pass auf! Rüpel! Aber... egal, dann würde ich sagen, machen wir als nächstes... wir müssen spür den Banditen vom Überfall auf das Neuhofer Gestütz in Uschitze auf. Das ist A. Der Weg des Herrn. Hey! Oder die Wege des Herrn. Na gut, dann... Gut, unser Pferd steht ja hier schon. Dann ist jetzt die Frage, was machen wir als nächstes? Vergeltung? Okay. Finde die anderen Banditen von Neuhof. Das könnten wir eigentlich auch machen. Okay. Dann würde ich sagen, reiten wir mal in diese Richtung. Und machen mal diese Quest als nächstes. Okay, wir müssen uns also beeilen, wie es aussieht. Er ist in Gefahr. Naja, mit Banditen, das ist immer halt so eine Sache. Wir sind halt nicht die besten Kämpfer. Und wer die letzte Folge gesehen hat, da haben wir uns echt schwer getan, was die zwei Banditen da anging. Die haben ja nicht mal Waffen gehabt. Und wir sind fast draufgegangen. Wir haben zwar ein Schwert gehabt und alles, aber wir sind halt echt noch nicht so stark. Und halt dementsprechend können wir auch unser Schwert noch nicht so schwingen, dass die Treffer halt gleich tödlich sind. Okay. Hier ist ein Grab. Fragt sich von wem. Interessant, auf jeden Fall. Auf jeden Fall interessant. Fast keine Schaufel, na gut, dann... Ja, man macht's eigentlich auch nicht. Ich bin jetzt ja nicht hergekommen, um Gräber auszugraben. Na gut, dann reiten wir mal weiter. Mitten durch den Wald. Ja, zu Fuß, das wäre ja eine Riesenreise, muss ich schon sagen. Mit dem Pferd ist es dann doch schon nochmal ein Tick einfacher.
Okay, es füllt sich langsam wieder. Okay, also wie gesagt, wir können mit dem Pferd nicht ewig sprinten, das ist ja logisch. Okay, jetzt geht's wieder ab. Alter, wie lang ist denn der Weg, bitte? Kann man da auch hinreisen? Jetzt bin ich mal gespannt. Boah, das ist ja ganz da unten, ey. Dann würde ich sogar sagen, reiß mal nach Ratai. Okay, kann man hier nicht schnell reisen? Ja, geht auch viel schneller, ey. Also bevor ich jetzt da noch 100 Jahre rumreite, mache ich einfach Schnellreise und fertig ist die Sache. Mann, du. Wanderer. Na, dann gucken wir doch mal, was der so Wanderer-Erfolg. Gucken, was der so zu berichten hat. Vielleicht kann man bei dem auch was. Okay, ist das ein Gegner? Nö. Eigentlich ja nicht, oder? Also ich hoffe es nicht. Mutloser Ritter. Was ist denn? Also ich fordere dich zum Duell, mein Herr. Was? Du hast mich gehört. Winde dich gar nicht erst heraus. Auf! Ich pflege gewöhnlich nicht mit dahergelaufenen Gesellen von der Straße bis zum Tode zu kämpfen. Sag mir erst, was das soll. Ganz einfach. Ich fordere dich zum Duell, du abscheulicher Mann. Ich speie in dein Angesicht. Ganz schön eifrig, was? Wer bist du überhaupt? Ich bin Herr Olbram von Losin. Erfreut dich kennenzulernen, Herr Olbram. Also, was soll das? Meine Mutter schickte mich aus, um Erfahrung zu sammeln. Sie ist besessen vom höfischen Rittertum. Ich soll eine Jungfrau suchen und sie retten und Ruhm im Kampfe sammeln. Doch ich muss zugeben, ich bin nicht sehr gut. Wieso fängst du nicht mit der Jungfrau an? Das ist eine verdammt törichte Idee. Geh nach Hause. Würde ich ja gerne. Aber was sag ich Mama? Jesus, sie ist deine Mutter, kein Hauptmann. Sag ihr einfach, dass du dich weigerst. Du kennst Mutter nicht. Sie ist schlimmer als die Drachen in ihren Balladen. Ich kann nicht mit leeren Händen heimkommen. Ja, also. Wer bin ich, mich deiner ruhmreichen Queste zu verweigern? Wohlan! Wunderbar. Ja, dann können wir mal ein bisschen üben hier. Hast weiche Knie bekommen, was? Ich nicht, nur wieso? Wow. Jesus Christus! Na komm, greif an. Ja, so schlecht kämpft er aber nicht, finde ich. Du hast es so gewollt. Na komm her. Scheißkerl. Ja, der ist gut. Kurva. Kurva. Wow. Fahr zur Hölle. Ja.
Ich war ein bisschen zu langsam, kann das sein? Verdammt! Soll das etwa alles sein? Daneben! Ja. Trau dich doch! Arsch. Na ja, komm jetzt her. Was ist los? Komm schon! Oh, der ist echt gut. Hundling! Ja! Gibst du schon auf? Boha Jeho! Komm her! Der hat auf jeden Fall eine starke Rüstung an. Ja. Verdammte Scheiße! Aber. Herrgott! Ich gebe mich nicht so leicht auf. Na komm. Ja, sammle deine Kräfte. Du wirst sie Was ist jetzt los, du blöder Hund? Ich bin hier drüben. Au! Bist du das? Jetzt bist du am Arsch! Boah, ist das ein langer Kampf. Alle Doppeldelle! Scheißdreck! Ich besieg dich, du Arsch. Jesus Christus! Oh je, hat das weh getan? Nö. Verdammt! Der Scheißdreck.
Ja, mal gewonnen, ne? Wäre ich mit dem Schwert doch so geschickt wie mit dem Spinnrad. Ja, was ist jetzt, du Sack? Das war's jetzt schon, oder was? Ernsthaft? Boah, Junge. Na gut, zumindest haben wir gewonnen. Jetzt haben wir ein bisschen Erfahrungspunkte bekommen. Hat man ja gesehen für den Kampf. Hier müssen wir lang. Ne, da wird das lange Reis mal weiter. Ich habe jetzt hier auch keinen Bock, noch 100 Jahre weiter zu warten. Zumal wir ja eh gleich da sind. Ist jetzt nicht mehr so weit. Zum Glück. Auf jeden Fall ist es ein neues Gebiet, wo wir hinreisen müssen. Okay. Ja, war auf jeden Fall ein schwieriger Kampf. Er hat auf eine viel, viel bessere Rüstung angehabt. Nichtsdestotrotz haben wir trotzdem gewonnen. Was ich ziemlich cool finde. Wir haben einige Erfahrungspunkte bekommen, was das Schwertkämpfen angeht. Was Ausdauern angeht und das Ganze. Jetzt gucken wir mal kurz, was wir noch essen können. Nahrung. Brot können wir essen. Dörrfleisch. Trockenobst. Müssen wir jetzt lang hier? Ja! Ich hätte jetzt halt nur gern gewartet, bis es vielleicht. Oh, ich sehe wieder nichts. Bis es vielleicht wieder Tag ist. Hier runter? Okay. Geil. Ja, mit dem Pferd kann ich natürlich nicht überall runterspringen. Das ist klar. Aber zumindest sind wir jetzt schon mal da, wo wir hinwollen. Ach ne, wir sind gar nicht da, wo wir hinwollen. Oh nö. Na gut, dann machen wir das jetzt nochmal neu. Ich habe jetzt auch keinen Bock, jetzt hier nochmal ewig Okay. Wenn jetzt noch irgend so ein komischer Dings kommt, dann. Ja, okay. Jetzt sind wir direkt dahin. Alles klar. Ja, na gut, dann. Dann reisen wir da kurz hin, holen wir unser Pferd und let's go. Ohne dass wir jetzt aufs Maul fliegen vielleicht. Ich würde eigentlich mal gerne runter, aber wo kommt man denn hier runter, Mensch? Das muss doch mal möglich sein, hier runterzukommen. Oder etwa nicht. Ja. Fischreuse. Okay, einfach mal querfeldein. Meistens der beste Weg. Durchs Wasser einfach durch, ja. Okay. Okay, wir müssen hier hoch.
Frage wird sein, ob wir hier einfach hochkommen. Okay, wir können einfach mal laufen. Ich hoffe, dass es jetzt nicht mehr so weit ist. Da kommt selbst er nicht überall hoch. Boah, krass. Okay. Scheint ja der gute Mann hochzukommen. So, dann schauen wir mal kurz, wie weit es jetzt noch weg ist. Das müsste jetzt nicht mehr so weit weg sein. Oder? Hä? Da oben müssen wir hin, oder was? Eigentlich wollte ich ja die Quest hier machen. Tötet den Anführer des Lagers. Ist das diese hier? Ja. Okay, dann ist es doch falsch. Extrem falsch sogar. Was macht denn das Pferd da oben? Oh, ernsthaft. Okay, so weit sind wir jetzt zum Glück nicht mehr entfernt. Ah, oh, ich bin die ganze Zeit falsch gerannt, ey, Mann. Na gut, ich würde sagen, ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich beim Lager angekommen bin. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.